Hallo, gleich geht's los. Mein Interview mit Frank Kinslow, dem Autor von Quantenheilung, ein Bestseller und ein Longseller. Und gleich erfahrt ihr, was bedeutet Quantum Entrainment, so heißt nämlich diese Methode, und warum funktioniert sie noch anders als normale Meditationspraktiken, die wir so kennen. Und ihr könnt herausfinden, wie es auch Frank Kinslow überhaupt dazu gekommen. Wie kam er raus aus dieser Krise und hin zu Quantum Entrainment? Und warum sagen Teilnehmer, die auf einem Seminar mit ihm waren, dieses Erlebnis hat noch unseren Hochzeitstag getoppt? Das alles erfährst du jetzt gleich in diesem folgenden Webcast. Bleib dran und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch eine positive Bewertung und außerdem abonnierst du unseren Kanal doch. Okay, bis gleich. Danke. Herzlich willkommen bei magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg und unser heutiger Gast kommt aus dem heißen Florida und heißt Frank Kinslow. Welcome, Frank. Hello to you all. Thank you, Britta. Und hallo. Ich grüße Silke. Genau, deine Stimme ist schon da. Silke ist unsere Übersetzerin. Genau. Hallo an euch alle. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, wir haben heute hier einen sehr heißen Tag, aber Frank hat es noch viel heißer. In Florida dampft es regelrecht. Und wir werden aber, wie ihr seht, hier auch mit kurzen Armen uns über den Abend retten, wo wir dieses Gespräch führen, um euch aufzuheizen für den November, wo unser wunderbarer Lehrer Frank Kinslow endlich mal wieder nach Frankfurt kommt und euch seine Technik mitbringt, die so legendär hier geworden ist unter dem Namen Quantum Entrainment. Wir haben am Anfang vor, erstmal diejenigen abzuholen, die Frank noch nicht kennen und auch die Methode noch nicht kennen. Deswegen starten wir zum Beginn und stellen unsere erste Frage gleich mal an Frank Kinslow. Frank, du hast in deinem Lebenslauf einen Ausgangspunkt, den heute viele Menschen haben, vielleicht noch mehr als zu der Zeit, wo das bei dir entstanden ist, weil wir alle in einer dicken Krise momentan stehen, die in vielerlei Richtung sich entwickeln kann. Aber was uns gemeinsam ist, ist, dass wir an einem Punkt sind, dass wir nicht schon wissen, wie es weitergeht, dass wir sehr die Dinge in Frage stellen, wo wir heute sind. Deswegen meine Frage an dich, rückblickend in deinem Leben, was war der Turning Point, was war der Wendepunkt in deinem Leben, als es für dich sozusagen durch die Krise dann weiterging? So Frank, what was the turning point in your life? When you look back, when did it start for you that everything changed around? Can you elaborate on that? Yes, actually, I know the exact point. I was 61 years old. I'm much younger now, anyhow. it was... I had been spent decades, 3 to 4 decades, studying meditations, teaching meditations. My everyday meditation practice was 2.5 hours. I was very dedicated. And that started in my early 20s. And so by the time I hit 60, 61 to be precise, I was in very bad physical shape. Financially, I was deeply in debt. My health, I had migraine headaches and I was overweight. I couldn't even walk around the block. Then I lost my job. Now the job I had didn't even pay the interest on my loans.
So it was a pretty bad situation. And so when I lost my job, I went home and I started feeling sorry for myself. And I said, oh, what can I do? What do you want me to break here, Silke? Yes, maybe. Sorry. It doesn't matter. Ich kann mich noch sehr genau an den Punkt erinnern, an dem sich mein Leben verändert hat. Ich war damals 61 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits 4 Jahrzehnte hinter mir, in denen ich wirklich meditiert habe. Meine Gewohnheit zu meditieren waren so manchmal 2,5 bis 3 Stunden pro Tag. Als ich 61 wurde, war ich physisch in einer sehr schlechten Verfassung. Ich war finanziell verschuldet. Ich litt unter Migräne. Ich war übergewichtig. Ich hatte meinen Job verloren. Mein Job, der war so schlecht bezahlt, dass er noch nicht mal das, was ich monatlich an Schulden abzubezahlen hatte, abdecken konnte. Und das war der Punkt, an dem ich mich befand, als ich 61 war. Okay, I'll keep it shorter now. I totally forgot. So, anyhow, I sat down and I said, well, I'm going to do this. And then I remembered, well, I've tried that before and several times in my life, and it really works for a while and then peters out. And then everything I looked at, it would work for a while, but then would stop working. And so I started throwing out everything that didn't work. And I sat there all day on the couch doing it. Oh, I know that doesn't work. That won't work. And then all the next day and all the third day. And then finally I said, gosh, I can't think of a thing. Nothing works. Now, I didn't give up. I just stopped trying to figure things out. Es war so, dass ich mich dann hingesetzt habe. Also mir ist klar geworden, dass ich was verändern musste. Ich hatte das ja auch schon mehrfach in meinem Leben probiert. Ich habe dies angefangen und das angefangen. Und nach einer Weile macht man es dann einfach nicht. Und dann dachte ich, ich war schon so oft an diesem Punkt. Dann habe ich mich wirklich hingesetzt, wirklich physisch auf die Couch und habe aussortiert, was alles nicht funktioniert. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, ich habe ja eigentlich gar nichts, was funktioniert. Und was ich dann gemacht habe, ich habe nicht aufgegeben, sondern ich habe einfach aufgehört zu versuchen, es selber herauszufinden oder die Lösung mit meinem Verstand zu finden. And then something very magical happened, right? As soon as I stopped trying, I was deep at peace. I was deeper in peace than I ever remembered. So, okay, go ahead. Und dann ist etwas Magisches passiert. Ich war in einem tieferen Frieden, der viel tiefer war als jede Friedenssituation, an die ich mich selber jemals erinnern konnte. And I thought, gee, there's nothing going on, and I feel incredible. Und ich dachte, mein Gott, was ist denn jetzt? Es ist überhaupt nichts passiert und ich fühle mich unglaublich gut. And just a few minutes earlier, I said, oh, nothing works. Und gerade vor ein paar Minuten hatte ich noch gesagt, nichts funktioniert. And then all of a sudden I realized I was doing nothing. And then I also realized that nothing works. That's how I felt so good. Also ich habe dann festgestellt, dass ich nichts mache. Dann habe ich aber auch realisiert, dass nichts zu machen funktioniert. Und dass das der Grund war, warum ich mich so gut fühlte. And so I started spending time in this field of nothing, where actually out of it came great joy and peace and love. Und was ich gemacht habe, ich habe mich dann einfach in diesem Zustand von diesem Nichts aufgehalten, und was daraus entstanden ist, ist Freude, Frieden und auch Liebe. And after a very short time, 4 or 5 days, I noticed my migraine headaches went away. I started losing a little of that extra weight I was carrying around. Und nach 4, 5 Tagen fiel mir dann auf, dass ich plötzlich keine Migräne und auch dieses Kopfweh nicht mehr hatte. Ein paar von den überschüssigen Kilos fingen an, wegzugehen. I wasn't even worried about the job I lost or what I was going to do in the future. I just felt beautiful right where I was. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht über den Job, den ich verloren hatte. Ich machte mir keine Gedanken, wie die Zukunft aussehen würde. Ich habe einfach genossen, wer ich war und was gerade war. And then it was just a little bit later, I thought, wow, I wonder if I could show other people how to do this, how to have this incredible experience. Und ein bisschen später habe ich mich gefragt, ob ich nicht in der Lage wäre, anderen Leuten das einfach auch zu vermitteln, diese unglaubliche Erfahrung.
Well, I tried with a few friends. Perfect. Then I tried getting together some a small workshop of about six or seven people. The results were remarkable. Und dann habe ich das erst ein paar Freunden gezeigt. Später habe ich dann so einen kleinen Workshop mit sechs oder sieben Leuten gemacht, habe denen das auch vermittelt und die Ergebnisse waren erstaunlich. So then I thought, well, I wonder if I can't teach, I can't possibly teach everybody. I wonder if it can be written down, if I can write a book actually, and it would work. And I did, and it did. It worked. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann ja nicht jeden einzeln unterrichten. Gut wäre, wenn ich es aufschreiben könnte, ein Buch schreiben könnte. Das habe ich dann gemacht und das hat funktioniert und die Methode konnte auch gelesen funktionieren. Now I wrote a book and nobody read it here in America. Dann habe ich ein Buch geschrieben und hier in Amerika hat es keiner gelesen. But then a German publisher picked it up. Said, oh, I like this. Let's publish it and see what happens. Aber dann hat ein deutscher Verleger das Buch verlegt. Der hat gesagt, okay, ich veröffentliche das und gucke dann mal, was passiert. And he did. He published the book. You can see it right here. In German, it's called Quantenheilung. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Ihr könnt das Buch im Hintergrund sehen. In Deutsch hat es den Titel Quantenheilung. And it became so popular that it actually was published around the world in more than 25 languages. Und es wurde so erfolgreich, das Buch, dass es auf der ganzen Welt in mehr als 25 Sprachen übersetzt wurde. That was about a decade ago, and we're still traveling around the world teaching people of all backgrounds and all interest levels. Anyone who comes can learn this technique. Und das ist jetzt mehr als 10 Jahre her. Wir reisen immer noch die Welt, unterrichten immer noch die Leute aus verschiedenen Hintergründen mit verschiedenen Kenntnisstufen. Jeder, der kommt, der kann das lernen. Da kann ich gerade dann gut einhaken. Hier beginnt die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. And here the story starts how we got to know each other. Denn uns ist dieses besagte Buch damals in die Hände gefallen und es gehört zu den wenigen Büchern, wo man eine Technik auch noch lernen kann, wenn sie nur im Buch vermittelt wird und nicht also in einem Workshop. Das hat sofort funktioniert und das war also so überzeugend für uns, dass wir gesagt haben, diesen Mann müssen wir kennenlernen und nach Frankfurt einladen. Und das war dann der Anfang einer wunderbaren Zusammenarbeit seit vielen Jahren und jetzt war eine kleine Pause, kreative Pause für uns sozusagen in der Zusammenarbeit, aber Frank ist weiter international unterwegs. So when I got hold of the book, what was so convincing is that in the book was a technique and the technique did work even without being taught it and that it worked so well was so convincing that we decided at the time we have to learn to know this guy. And ever since we've been working together well and we had a little creative pause, but Frank is still internationally teaching people. Genau, und jetzt nutzen wir die Gelegenheit, dich wieder einzuladen. Und wir wollen heute in diesem Gespräch noch ein bisschen in die Tiefe gehen, noch etwas mehr über die Technik sprechen mit dem Namen Quantum Entrainment. So ein schwieriger Name geht erstmal für uns Deutsche nicht so leicht über die Lippen, aber da werden wir heute anhaken und euch die Angst davor nehmen. Der Name ist, glaube ich, komplizierter als die Technik. So we take this opportunity to invite you to Germany. We want to go to into depth and talk about a little bit more about the technique. For Germans, it's hard to pronounce quantum entrainment, but we will take all that fear from you pronouncing it because I think the pronouncing the word is so much harder than using the technique. Absolutely. Absolutely harder. Ja, das stimmt. Das Aussprechen ist viel schwieriger. Genau, das ist so der eine Punkt, dass wir also darüber mehr wissen wollen. Ich würde gerne von dir auch wissen, du, gerade weil du so ein Experte für Meditation bist und so viele Techniken beherrschst, wie kommt es, dass, sagen wir mal, QE, wie du es abgekürzt nennst,
noch mal etwas getoppt hat, was du schon kanntest, wo du schon überzeugt warst, das sind Meditationstechniken mit alter Tradition, die funktionieren. Also kurz gefasst, was unterscheidet QE von diesen traditionellen Meditationswegen, die du beschritten hast? What I'd like to know, because you know about the technique, I know you're an expert in meditation. What is it about QE, how you abbreviated it, that puts something on top? You're so familiar with the traditional ways of doing meditation. What is it that is the difference between traditional meditation and QE? That's an excellent question. The difference here is that I turned meditation upside down. Das ist eine sehr gute Frage. Was ich gemacht habe, ich habe die Meditation auf den Kopf gestellt. Remember, I said just a moment ago, what my great realization was that nothing works. Erinnert ihr euch, was ich vor einer Minute gesagt habe? Ich habe gesagt, nichts funktioniert. Nothing means no movement, no activity, no thinking, just being. Und mit nichts meine ich keine Bewegung, keine Aktivität, kein Denken, überhaupt nichts. Now, every meditation technique that I know has a focal point. They do something, even if their goal is to experience nothing, they do something. Und jede Meditationstechnik, die ich kenne, hat doch einen Punkt, auf den sich fokussiert wird. Selbst wenn es darum geht, nichts zu erfahren, machen sie ja etwas. And so, it doesn't make sense, if you want to stop your thinking, that you are thinking about how to stop your thinking. Und es macht ja gar keinen Sinn, wenn man diesen Denkstrom unterbrechen will, dass man darüber nachdenkt, wie einem das gelingen kann. And so with this realization I had, came in seed form the technique, how to teach it. Und als ich diese Realisierung hatte, dann kam eben in Form eines Samenkorns die Idee, über, also wie diese Technik funktionieren kann. And so there is absolutely no trying, no effort at all with QE. Also es gibt kein Versuchen, kein Ausprobieren, man muss sich keine Mühe geben. Das gibt's bei QE nicht. And it's so simple that even children can do it. Und die Technik ist so einfach, dass sogar Kinder sie anwenden können. And what it does, without effort, everybody is born with this ability. Und was es tut, ohne dass man sich anstrengen muss, jeder kommt mit dieser Fähigkeit auf die Welt. I'll tell you how hard it is. I'll show you right now. Ich zeige euch mal, wie schwer es ist. Ich zeige es euch jetzt sofort. I have my two hands up. Here's my left hand. Ich habe meine beiden Hände nach oben. Hier ist meine linke Hand. Look at my left hand now. Guck mal meine linke Hand an. Now look at my right hand. Und jetzt guck mal meine rechte Hand an. How difficult was that? Wie schwer war das denn? Automatic, right? From one hand to the other you looked. Ja, es ging ganz automatisch. Ich habe von der einen zur anderen Hand geschaut. I found a way to make the switch from thinking to not thinking just that easy. Und ich habe einen Weg gefunden, wie so einen Schalter, den man umlegen kann, um von dem Prozess des Denkens ins Nichtdenken zu kommen. And you don't need any special training. You have everything you need right now. Und ihr braucht da auch kein spezielles Training. Ihr habt alles, was ihr dafür braucht, jetzt schon zur Verfügung. In fact, in our webinars, you will be creating a magnificently powerful healing technique before we break for lunch on the first day. Ja, und ihr werdet in unseren Webinaren in der Lage sein, eine unglaublich tolle Heilungstechnik zu entwickeln, bevor wir zum ersten Mal in die Mittagspause gehen. Now what happens is that you elicit or engage the autonomic nervous system. And so what actually happens is there's a change towards a deep relaxation and peacefulness. Was tatsächlich passiert, ist, dass ihr euer autonomes Nervensystem einschaltet. Und was damit kommt, ist einfach eine ganz tiefe Entspannung. And you can even measure the differences, just like a medical doctor would. Und ihr könnt sogar den Unterschied messbar nachvollziehen, so wie ein Arzt das auch machen würde. If you have hypertension, high blood pressure, you'll find it coming down, normalizing.
Wenn ihr zum Beispiel hohen Blutdruck habt, dann merkt er, wie der sich senkt und sich normalisiert. High blood pressure, I mean blood sugar or low blood sugar, it normalizes. It goes to where it's best for you. Auch ein zu hoher oder ein zu niedriger Blutzuckerspiegel, auch der normalisiert sich und geht genau dahin, wo es für euren Körper am besten ist. And so you will see changes in every area of your life, and the changes are made automatically without you even trying. Und ihr werdet in allen Bereichen eures Lebens Veränderungen feststellen, und diese Veränderungen werden stattfinden, ohne dass ihr es überhaupt probiert. Ja. Ich erinnere mich an die Erlebnisberichte, die Kundenstimmen, die uns erreichen, wenn ein Workshop gerade vorüber war. Da haben wir immer abgefragt, wie ist es euch ergangen? I remember after the workshops we asked the participants, how did you like it? Und diese Kundenstimmen habe ich mir gerade noch mal auch durchgelesen, und ich habe euch eine mitgebracht, die eigentlich nur ein Beispiel ist für die Schönheit dessen, was Menschen bei einer Erfahrung von QE erleben. And I brought one of these voices as an example of the beauty of what people experience when they practice QE. Aber es sind in Wirklichkeit also unzählige Stimmen gewesen. Die hier hat es deswegen getoppt, weil ich so einen Vergleich nie wieder in meinem Leben hier als Organisatorin geschrieben bekommen habe. In reality, there have been countless voices, but this one topped all the others, because as an organizer, I've never seen something like that, a comparison like that before. Sie schreibt dort, die Kundin, ich habe das Seminar gemeinsam mit meinem Mann gemacht. I participated together with my husband. Bisher war unser Hochzeitstag unser schönstes gemeinsames Erlebnis. Jetzt hat das Seminar den ersten Platz eingenommen. Up until now, our wedding day was the nicest experience we ever had together. But now, this seminar is on number one. Unsere Beziehung hat sich total geändert, und wir taumeln glückselig von einem Tag in den anderen. QE bestimmt unser Leben auf allen Ebenen. QE has changed our relationship entirely, and we're happy coming from one day to the other, and everything is directed by quantum entrainment. Ich würde sogar das Wort Bliss sagen hier im Englischen, Silke, wenn ich das noch ergänzen kann, wie Sie das empfinden, damit der Frank das so richtig mitkriegt. Ja, die sind so richtig in Bliss gegangen. So they went into Bliss Stadium because of quantum entrainment. Ja. Genau, ja. Und das ist keine Übertreibung. Wie gesagt, ich könnte noch mehr davon zitieren, und ich möchte uns auch allen diese Erfahrungen, ich weiß, wir brauchen ein bisschen mehr der Zeit, deswegen möchten wir natürlich auch Frank einladen und hoffen, dass es live stattfinden kann, und dann in zweiter Linie werden wir also ein Backup machen, dass wir es auch online durchführen können, weil wir wissen, es funktioniert auch online. Aber wenn du kommst, dann ist das wirklich nochmal ein so beglückendes Erlebnis, dass wir das vielen Menschen ermöglichen wollen. Und deswegen wollte ich dich auch bitten, dass wir noch eine Aufnahme machen dürfen, wo du uns eben in QE hineinführst. This is not a single voice. We've had comments like this, plentiful of them, and that's the reason why we would like you to invite you to Frankfurt. We hope that you can be here in person, otherwise we would try to do it online, but it would be so much better to have you here in person. And because of that, I would like to ask you if you could have a demo of your technique. Well, it would be my pleasure. It's always fun to do QE, and it's an excuse for the teacher, I mean, for the person who's doing the QE, to really just take a break and enjoy a little healing for themselves, because both people get the healing.
Es ist mir ein großes Vergnügen, das durchzuführen, weil QE zu machen ist immer jede Menge Spaß und es ist gleichzeitig eine schöne Entschuldigung für den Lehrer, der das unterrichtet, es selber zu machen, denn tatsächlich ist es so, dass bei beiden Personen, die es machen, Heilung stattfindet. Gut, dann machen wir hier eine kleine Pause und treffen uns gleich wieder.